folgenden Dokumente wurden von amerikanischen Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg in einem verlassenen deutschen Testlabor gefunden. Aufzeichnung 1. Der Test beginnt morgen. Das Team weiß nicht, was auf sie zukommt. Unser Ziel ist es, durch unsere Forschungen neue Waffen für den Einsatz im Krieg entwickeln zu können. Vor kurzem wurde entdeckt, dass im Gehirn eine bisher unbekannte Chemikalie freigesetzt wird, wenn man Angst empfindet. Aus naheliegenden Gründen könnte dieses Experiment extrem gefährlich sein. Zwei Testsubjekte wurden ausgewählt. Man sagte uns, sie seien zum Tode verurteilt worden, wurden uns aber nun stattdessen als Versuchsperson zur Verfügung gestellt. Sie befinden sich in einem Raum mit einem Tisch, mit zwei Stühlen, einem Feldbett mit einer Matratze, einem Bücherregal, einem Notizbuch mit Stift und einem Badezimmerbereich, ausgestattet mit einer Toilette, einem Waschbecken und einem Spiegel. Nahrung und Wasser werden durch eine kleine, verschließbare Öffnung geschoben. Mehr habe ich zurzeit nicht zu berichten. Testsubjekt A und B wurde eine geringe Dosis der Chemikalie verabreicht, vermischt mit Wasser. Testsubjekt A trank das Wasser und zeigte keinerlei Veränderung der Stimmung oder des Verhaltens. Testsubjekt B weigerte sich, das Wasser zu trinken. Man musste ihm gewaltsam die gleiche Dosis direkt injizieren. Er leistete Widerstand, wurde jedoch überwältigt. Kurz danach schien er nervös zu werden, fast paranoid, und zuckte jedes Mal zusammen, wenn er ein Geräusch hörte. Den Subjekten wurde gesagt, sie sollten versuchen, sich zu beschäftigen oder zu schlafen, aber nicht untätig herumzusitzen. Es hat etwas gedauert, aber wir haben eine Gasversion basierend auf der Chemikalie entwickelt. Wenn es bei den Subjekten Wirkung zeigt, könnte es eine mächtige Waffe werden. Die Dosierung wurde leicht erhöht. Die Subjekte bemerkten nicht, dass wir das Gas in ihren Raum leiteten. Nach ein paar Minuten hörte Subjekt A auf zu lesen und begann, sich vorsichtig im Raum umzusehen. Nach etwa einer Stunde fing er wieder an zu lesen. Subjekt B reagierte sofort. Zum ersten Mal öffnete er das Notizbuch und schrieb: »Was ist los? Hört auf zu flüstern! Ich will euch nicht hören!« Er riss das Blatt Papier heraus und schob es unter der Tür hindurch. Er bekam keine Antwort. Wir werden die Auswirkungen einer langfristigen, geringen Menge des Gases auf Subjekt A beobachten und die einer kurzen, hohen Dosis auf Subjekt B. Die Ergebnisse sind, gelinde gesagt, schockierend. Subjekt A wurde zunehmend instabiler. Er hörte auf zu lesen, aß nicht mehr und mied den Spiegel um jeden Preis. Plötzlich wurde er sehr aggressiv und warf ein schweres Buch mit überraschender Kraft gegen den Spiegel, welcher dadurch zerbrach. Subjekt B's Reaktion war merkwürdiger. Er fing an, zu dem zweiten Stuhl zu starren. Aber er sah nicht den Stuhl an. Es schien, als würde er Augenkontakt mit jemandem halten, der auf dem Stuhl saß. Etwas scheint nicht in Ordnung zu sein, aber wir haben auf jeden Fall Ergebnisse. Der Führer wird zufrieden sein. Bei dem nächsten Dokument handelt es sich um eine Tonbandaufnahme. Wir wollten das nicht! Was haben wir getan, dass wir Gottes Rache verdienen? Subjekt B ist aus seiner Zelle entkommen. Er warf den Stuhl, den er anstarrte, quer durch den Raum, direkt in das Sichtglas, das sofort zerbrach. Es war 5 Zentimeter dick, verstärkt. Er hat den Stuhl nicht einmal berührt. Er entkam durch das Loch, das durch den Aufprall... Helft mir! Er... Die Ventile sind undicht. Das Gas kommt in den Rest der Anlage. Wir haben keine Kontrolle mehr. Er hat alle getötet, die... Oh Gott! Nein, 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 nein! Bitte nicht! Der Rest der Aufnahme ist Stille. Eine letzte Nachricht wurde gefunden. Sie scheint hastig geschrieben worden zu sein und ist kaum lesbar. Sie sind tot. Jeder von ihnen. Ich höre ihn in den Wänden. Ich höre ihn zu mir flüstern. Ja, bitte, komm und bring mich weg.
Ich will nichts mehr von ihr. Die Notiz endet hier. Der Rest ist von Blut durchtränkt und unlesbar. Am 23. April 1944 entdeckten Soldaten der Alliierten ein verlassenes deutsches Labor, dessen Türen verschlossen waren. Mit Hilfe von Sprengladungen gelangten sie ins Gebäude, sich fragend, was es so Wichtiges in diesem Labor gab, dass die Deutschen es verriegelt hatten. Sie fanden 13 Leichen. 12 davon trugen zerfetzte Laborkittel. Einer von ihnen war in zwei Hälften gerissen worden. Der 13. Körper trug unscheinbare braune Kleidung und hatte keinen Kopf mehr. Später wurde von den Deutschen eine groß angelegte Untersuchung durchgeführt, um herauszufinden, was passiert war. Diese wurde jedoch abgebrochen, nachdem sich viele deutsche Soldaten weigerten, in das Labor zurückzukehren, selbst als man ihnen drohte, sie umzubringen. Bis heute weiß niemand, was mit Subjekt B passiert ist, aber es wird für tot gehalten.